Heutzutage sind medizinische Bilder in der Krankheitsdiagnose und Differenzierung, Eingriffsplanung oder zur Überwachung der Behandlung jedes einzelnen Patienten unverzichtbar geworden. Aber wie kann die nötige Bildsemantik auch im Bild annotiert werden, ohne den Arbeitsablauf des Arztes zu sehr zu stören? Wir realisieren das im Projekt Red Speech mithilfe eines neuen multimodalen Dialogsystems für Radiologen. Öffne die Akte von Gerda Meier. Hier ist die Akte von Gerda Meier. Auch die Bilder. Ich habe 9 Bilder zum Patienten Gerda Meier gefunden. 2 Aspekte stehen dabei im Vordergrund. Erstens die Durchsicht von und Navigation in relevanten Patientendaten und zweitens die Annotation radiologischer Bilder mithilfe natürlicher Sprache und Zeigegesten. Annotiere mit Herz. Das Bild wurde mit Herz annotiert. Annotiere mit Aorta. Das Bild wurde mit Aorta annotiert. Radiologen werden die faszinierenden neuen Möglichkeiten der Integration mobiler Dialogtechnologie in den kollaborativen Diagnoseprozess schnell zu schätzen wissen. Welche Experten schlägst du vor? Professor Dr. Martin Benz von der Städtischen Klinik in Karlsruhe. Dr. Lothar Böning von der Hämato-Onkologische Schwerpunktpraxis. Es folgt ein vollständiger Workflow. Zeige die Bilder von Gerda Meier. Ich habe 9 Bilder zum Patienten Gerda Meier gefunden. Ein Radiologe behandelt einen Lymphom-Krebspatienten, der nach erfolgter Chemotherapie zur CT-Nachfolgeuntersuchung erscheint. Der behandelnde Arzt ist daran interessiert, ob die Chemotherapie angeschlagen hat. Annotiere mit Hodgkin-Lymphom. Dank unseres mobilen Dialogsystems Red Speech kann der Arzt die Bilder selbst dann begutachten, wenn er nicht im Radiologielabor ist. Er kann also Diagnosen auch abseits seines stationären Arbeitsplatzes erstellen. Unsere Experten prognostizieren, dass diese und ähnliche mobile Dialogtechnologie den Markt im Bereich der mobilen medizinischen Versorgung in einigen Jahren dominieren werden.